Ja, hallo meine Freunde, heute ist Donnerstag, ich glaube der 16. September. Ich bin hier noch im Ahrtal. Ich stehe hier jetzt gerade unten an der Ahr. Gestern hat es viel geregnet, die letzte Nacht auch noch. Jo, und das Bächlein wird schon wieder zu einem Flüsslein. Aber so viel Dreck und Chaos, was hier noch im Flussbett liegt, ja, bleibt das auch nicht aus, dass sich das so wieder verbreitet. Wenn man mal schaut, da hinten sind die Müllberge, das sind nur kleine Haufen, die wir da haben. Ich bin also hier unten in der Nähe vom Baustoffzelt in Waldpforzheim. Das ist das Containerdorf. Ja, mittlerweile ist soweit alles da. Und was soll ich euch sagen? Ich habe gerade eben mit einem Lkw-Fahrer gesprochen. Es stehen 5 Lkws von der Firma Hartmann, also für Gärtnerei Hartmann, der hier mit vom ersten Tag an dabei war, wieder auf dem Hof, weil sie keine Aufträge bekommen. Man glaube es einfach nicht und man fragt sich wirklich, was haben die Behörden im Kopf? Hier ist Arbeit, Dreck ohne Ende, der bewegt werden muss, und da stehen 5 LKWs, 5 Fahrer und Radlader. Ja, und sie können nicht arbeiten. Ja, weil wieder keiner weiß, wer die Kosten übernimmt. Ist das nicht krass? Das ist unser gutes Deutschland, sage ich nur. Versteht keine Sau. Sorry. Ja, ist irgendwie morgens 10, halb 11. Eigentlich, ja, geht einem da nur die Luft weg. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, passt auf euch auf. Und man hört sich. Norbert vom Kanal, heute vom Flüsslein A in Ahrweiler. Ciao.